schön reden. Ich rede mir auch Sachen schön. Aber nicht in diesem Thema, was das angeht, Frauenkleider anzuziehen. Ich stehe dazu. Ich mache das gern. Mir macht es Spaß. Und es muss meiner Umwelt, mit denen ich mich auseinandersetze, mit denen ich zu tun habe, denen muss das nicht gefallen. Warum auch? Mir muss es gefallen. Niemand anderem. Und wer sowas macht, egal welches Hobby das ist, es gibt ja noch mehr verrückte Hobbys, die nicht von jedem gleich gut betrachtet sind. Es gibt Leute, die haben im Keller mehrere tausend Euro stehen für eine Eisenbahn. Und es gibt ganz viele Eisenbahnfreaks, die finden das total toll. Und es gibt aber auch genauso viele, wenn jetzt noch mehr, die finden es total schwachsinnig, so viel Geld in ein Spielzeug zu investieren. Ja. Ich kaufe mir Perücken, ich kaufe mir Schuhe, ich kaufe mir eine doppelte Garderobe, ich habe Männersachen, ich habe Männergarderobe und eine Frauengarderobe. Das ist für viele natürlich auch schwachsinnig. Und wen das nicht passt, wer damit ein Problem hat, ja, der hat halt ein Problem damit. Es ist nicht mein Problem, sondern es ist denen sein Problem. Und wer sich, so wie ich, das auch wirklich bewusst ist, dass das nicht mein Problem ist, sondern denen sein Problem, der geht da mit der ganzen Sache viel, viel leichter durchs Leben. Und das ist dann auch die Macht der Worte. Es ist nicht nur ein Schönreden, sondern es ist dann auch oft ein Problem mit dem Outing. Das erlebe ich regelmäßig. Ich erlebe das regelmäßig, dass das eben auch ein Problem ist mit dem Outing. Viele, viele, viele Männer kommen zu mir, sind das erste Mal bei mir und sind auch das allererste Mal wirklich auch draußen und sind auch das allererste Mal, wo sie dann auch mit jemandem sprechen, mit jemandem von Angesicht zu Angesicht mit mir sprechen über ihr Hobby, über ihre Leidenschaft. Und dann fallen natürlich auch total unbemerkt und unbewusst solche Sachen wie, wenn ich Frau bin. Ich sage unbewusst, weil diese Selbstbelügen, dieses Selbstbelügen und dieses Selbstschönreden, das passiert unbewusst. Das ist auch lebensnotwendig. Es ist lebensnotwendig, sich Sachen schön zu reden, weil sonst würden wir einfach aufgeben und würden uns einen Bauch suchen und würden uns hinhängen. Sondern wir sagen uns oft genug, es geht weiter. Es kann nicht schlimmer werden. Und reden uns Sachen ein. Es ist lebensnotwendig, weil sonst könnten wir gar nicht überleben, sonst würde der Spezies Mensch gar nicht überleben können. Aber in diesem Fall hängt das Leben davon nicht ab. Und deswegen sagen die Leute dann auch, ohne sich darüber bewusst zu sein, was sie damit überhaupt machen, wenn ich Frau bin. Ich kann es meiner Partnerin, meiner Freundin nicht sagen, dass ich gern Frau bin. Typisches Beispiel ist das. Es ist eine typische Aussage, ich möchte es gern meiner Frau, meiner Partnerin möchte ich das gern sagen. Und ich frage dann immer, was hält ich denn davon ab? Und dann kommt die Antwort, ich kann meiner Freundin oder meiner Partnerin nicht sagen, dass ich gern Frau bin. Und das ist, dann sage ich, es ist auch gut so, dass du das so nicht deiner Partnerin sagen kannst, dass du gern Frau bist. Weil nämlich bei der Partnerin kommt genau das nämlich auch so an. Die hört nämlich dann, ich möchte gerne Frau sein. Und für sie heißt es dann, ich verliere meinen Partner, meinen Mann. Weil ich möchte einen Mann an meiner Seite haben, nicht eine Frau. Weil wenn ich eine Frau an meiner Seite haben möchte oder gehabt haben möchte, dann hätte ich mir gleich gar keinen Mann gesucht, sondern dann hätte ich mir eine Frau gesucht. Aber ich möchte einen Mann haben, ich möchte einen Familienvater haben, ich möchte jemanden haben, der mein Häuschen baut, der meinen Garten hilft, der
alles, was Männer eben so in der Beziehung machen. Und plötzlich kommt mein Mann daher und sagt, ich möchte eine Frau sein. Dabei möchte der Mann eigentlich gar keine Frau sein, sondern er hat es nur falsch ausgedrückt. Nicht mit Absicht. Deswegen sage ich dann immer, wenn du es deiner Partnerin sagen möchtest, dann sag nicht, dass du eine Frau sein möchtest, sondern sag, ich finde Frauensachen total toll, ich finde die Sache mit dem Make-up total toll, ich möchte das auch machen. Die Frau wird von ganz allein fragen, möchtest du denn eine Frau sein? In der Regel haben die Partnerinnen damit überhaupt gar kein Problem. Problem haben sie dann meistens dann mit dem Zeitpunkt.